So, meine lieben Freunde, der Andi von Pilzfreaks aus Hessen, kurz auf eine Stippvisite am Rande des Taunus unterwegs, ohne meinen Freund Micha, ja, in das Dickicht des Waldes wies mir hier dieser Seidenstreifling den Weg, und da ich noch nicht hier war, war ich eigentlich nach kurzer Zeit ziemlich enttäuscht und befinde mich jetzt auch schon mit leerem Korb, ja, ah ja, gut. Ja. Mit leerem Korb auf den Weg zum Auto. Gehe hier so ein kleines Stück den steilen Berg runter. Man sieht es jetzt nicht so, kennt ihr ja auf dem Video. Es ist meistens nicht gut zu erkennen. Und was sehe ich von Weitem? Ich muss mal ganz kurz hier die Seite Streifling ablesche. Schön aufpassen. Übrigens ein Würzpilz. Nussiger Geschmack. Sieht zwar giftig aus, ist aber sehr lecker. Nehme ich nur ganz selten mit, wenn er schön ist. Also gehe diesen Weg hier runter. Und möchte da unten auf den Weg zu meinem Auto eigentlich, weil ich an einen anderen Platz fahren wollte, beziehungsweise dann auch bald heim, wegen mangels Zeit. Und was sehe ich von Weitem? Diese Hammer-Rotkappe. Ja, ich habe sie noch nicht angefasst, noch nicht berührt. Ich gehe mal davon aus, sie steht schon länger, aber jetzt sehe ich schon und fühle es schon. Die ist brett. Da ist er. Entschuldigung. Die ist bretthart. Bretthart ist der Kerl, ja, und den werde ich jetzt gleich schön rausschneiden, und ja, und dann werde ich doch noch mal kurz gucken, ob hier noch mal was geht. Das ist ja echt der Hammer, oder? Was ein schönes Teil. Also so eine Rotkappe habe ich ewig nicht mehr gefunden, ja. Ne, Rotkappen sind ein super vorzüglicher Speisepilz, und ja, einfach herrlich. Also in dem Sinne, ne, das nächste Mal wieder mit Micha, und klickt uns an in YouTube, die Pilzfreak aus Hessen. Und die tun nachher auch mal Roadcup essen. Oh. Macht's gut. Schönen Sonntag.